Hallo und willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival. Entschuldigung, dass ich vorhin rausgeflogen bin. Tolles Internet. Kannst du ja Jo, nichts wieder mit für. dem Weltcry, dem Spielekaiser und mir, dem Centaur. Moin. Moin, Ja, moin. wenn einem das Internet unterm Hintern weggezogen wird, ist schon doof, ne? Kannst du mir Oh. vielleicht noch eine so eine Zerlegeladung geben? Da. Dankeschön. Oh, ganz viele Teile. So, dann zerlegen wir hier nochmal. Jo. Ja. Oh, warum droppe ich eigentlich immer alles mit? Warum drücke ich Z? Warum habe ich das Bedürfnis, Z drücken zu wollen? Warum? Weil du müde Z bist die vielleicht. Schrift. Z, 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 Z. Das war alles Rätselslösung, ne? Ja. Ein Z die Schrift. Ach hier, die Ein Z die Schrift. Alien-Container haben wir ja auch noch. Ein Zettischist, Das okay. andere Spiel, was schreit: Zombies. Ja, die Alien-Container haben wir ja auch noch. Sehr schön. Ja, Ja, ich bin also alle. belohnt Hast hat du. sich der Ausflug jedenfalls. Aber hör mal. Hast du noch so eine Ladung, Centaur? Zufällig? Ja, ich hätte auch noch eine für dich. Danke. Da merkt man, wir sind richtig gut Es ist immer, ich vorbereitet. wollte gerade sagen, es ist immer scheiße, wenn man unvorbereitet loszieht. Ich habe insgesamt 345 Metallkomponenten und 267 Elektronik. Dazu noch 43 Computer, 130 Kabel und so weiter. Also das ist mal sowas von gut. Merkt euch Dann das, kriegen wir Kinder, das unseren kleinen Weltraumbus Epsilon-Kraftwerk. jedenfalls mit fertig. Ja. Ja, und vor allen Dingen die Antennen dann abbauen. Und das ist ja nur Deko, ne? Ja, es gibt eine Antenne noch. Guck mal, wir haben 245 Metallkomponenten. Ich guck mal eben, ob ich das irgendwie so auseinanderklamüsern kann. Stahlplatten. Ja, 345, 267. aber da haben wir auch genug Sachen für die. Ah! Da Also haben wir. 5 Metallkomponenten, 3 Elektronik. Gibt Dann. eine Ach ja, auf Antenne. diese Alienfässer sollte man übrigens nicht schießen, die explodieren. Ja, das Ach, ist für echt? Feuerwerk. Okay, aber man kann sie abbauen. Ja. Dann, daran merkst du halt, wenn du auf ein Geschütz schießt und einmal nochmal knallt, dann hast du entweder noch ein Geschütz erwischt oder hast einen Container. Das ist dann blöd. Und erst looten die Container. Ja. So, jetzt ist meine letzte Ladung Ja, drin. aber Jetzt keine mehr. dann haben wir auch genug Sachen, um die, Oh ja. um die, Da können wir 8 Schiffe von bauen dann. Es ist Wahnsinn. na, die ganzen Naja. Schubdüsen zu bauen dann, ne? Haha. Warte mal, über uns sind doch noch irgendwo Antennen. Ja. Naja, da. So, Schön synchron passt. abgebaut hier. Ja. Das ist Synchron schwimmen, synchron abbauen. Wir können alles synchron neuer machen. Survival-Sport. Synchron Ja. abarbeiten. 25 Flugspulen, 20 CPUs, 150 Elektronik, 281 Metalldingsblasen. Flugspulen habe ich irgendwie. Wieso habe ich keine Total Flugspulen? Warum toll. habe ich eigentlich keine Flugspulen mehr bekommen? Ich hatte eben 10, jetzt habe ich immer noch 10. Weil du keinen Generator abgebaut hast, wahrscheinlich hier. Ach stimmt, nö, die habe ich nicht Kamen ja abgebaut. nur Ja. aus dem Generator. Ich muss da eben Ah, draußen ein ja, schönes nee. Foto machen. Gehen Die hier, habe wo ich ist nicht unser abgebaut. Das stimmt. Schifflein Okay, da. dann wieder rein ins Auto. Ja, warte, ich muss mal eben hier schön Foto machen. So, Foto ist geschossen. Ja, Moment, mach auch mal eben eins, Oh. 9. Ja, super. 1A. Oh, mit grünem Nebel. Super. Alles klar. Ja, grüner Foto. Nebel, okay. Ich habe 300 Schuss weggebraten. Weiß ich gar nicht. So, also ich bin drin. Wir können Ja, ich los. auch. Jo. Der Navigator. Ja, zurück. Ach So ein so. Kompass wäre gut, ne? Wenn man fliegt, man hat schon so ein hochmodernes Raumschiff und hat irgendwie keinen vernünftigen Kompass. Nee. Ja, einfach. Eigentlich kannst du dich einmal um 180 Grad drehen. Genau. Traurig. Fliegt jetzt keine 3 Meter mehr hoch? Nee, ne? Zu wenig Düsen unten drin Ach, wahrscheinlich. wie ich flieg gerade? Ach, ich flieg, stelle ich Du fest, glaube ich. fliegst, Der Sache. da. Der als erstes einsteigt, fährt Ich immer. dachte, du wärst schon drin, deshalb. Okay, weiter links, weiter links, weiter links, weiter links. Naja. Und geradeaus. Genau, da einmal über den See drüber. Über den See ist Genau. immer am besten. Aber hier Jetzt kommt muss halt ich noch ein bisschen weiter diese links hier. Verantwortung. Das schaffst du. Weltseher. Zack, liegt das Ding auf der Seite. Das war ich ja, ne? Das Ja, warst ja nicht du. ich hab das auch. Ich hab das auch. Ach nee, doch. Da Doch, beim gibt's zweiten Mal. Videobeweise. Beim zweiten Mal habe ich es auch geschafft. Dafür gibt es ja jetzt die Wiederaufstellfunktion Shift-Taste. mit Genau. Shift. Nee, ich dachte mir, wenn der Kaiser das kann, dann muss ich das auch können. Und habe ich ein bisschen Ja. geübt und das ging ganz einfach. Ja, das war super. Der Kaiser ins Loch im Boden springt, springt der Welt auch hinterher. Das war lustig. Das war Ja, mit einer der besten genau. Szenen Oh, ein überhaupt. Loch im Was? Boden! Oh, wo? Wo? Nein! Das war geil, echt ähnlich. Nein. Das war gut. Ja, was machen wir jetzt? Wir fallen. Ja, dann. So, die Richtung grob oder was meinst du so? Nee, weiter rechts noch ein bisschen auf, weiter rechts, ja. So?
Genau, einmal so über den, über diese Bergkette da drüber. Genau. Oh, weil, jetzt müssen wir ungefähr. Ja, da ist auch gut. Ja, ja, dann nimmt der eben, dann nämlich die Seite, weil. Sonst wäre es straight Richtung Osten. Sonst wäre es so ziemlich genau treffen, ja. Du, wir haben einen Kompass, ne? Rechts oben auf der Minimap. Ja, aber. Ja. Ne, so mit Wegpunkten. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, das stimmt. Zum Beispiel so einen kleinen Pfeil an der Kante dann, ne? So. Mhm. Mhm. Das wäre cool. Aber. Guck mal, und die ganzen elektronischen Komponenten in dem Schiff, die möchte man ja auch mal drücken, ne? Und gucken, was sie machen. Ja. Die Knöpke ist da, ja. Die Knöpke ist hier im Display. Die sehen schön aus. Ja. Ja, das tun sie. In der Tat. Es könnte ein bisschen blinken und so. Genau. Bei der Enterprise waren die meisten Knöpfe auch nur Deko. Das waren teilweise irgendwelche Haushaltsdinger, die du wie Pürierstäbe oder sowas. Nein, das war Raumpatrouille Orion. Ach, stimmt. Pürierstäbe, ernsthaft? Ja, aber so, nee, in Enterprise. Berühmte Bügeleisen. Ja, irgendwo war da was, ne? Aber das waren dann halt so auch moderne Dinger, ne? Die du so optisch noch nicht kanntest. Wo lang jetzt? Geradeaus weiter? Ja, geradeaus, ja, das ist gut. Ja, dann, die niedrigste Stelle, genau, ja, da. Und da ist eine niedrige Stelle. Und die Lampen in der Orion, das waren Party-Pappbecher. Party-Pappbecher. Geil. Ja, im Schluss, das ist aber nicht aufgefallen. Ein bisschen weiter links geht noch, so 10 Grad. Ja, so ist perfekt. Im Farbfernsehen könntest du das heute nicht mehr bringen. Doch, bei Hartz-IV-TV geht alles. Aber, nee, ich glaube, für die Enterprise haben sie ja bestimmt auch irgendwelche Sachen genommen, die nichts mit Technik zu tun hatten, denke ich mir mal so. Wow, Stein. Ah, großes Raumschiff, da, ich sehe unser Zuhause. Ich glaube, die Phaser, das waren, glaube ich, Rasierer. Nee. Wo, bei Orion jetzt, oder? Nee, bei Enterprise. Rasierer? Ja. Haarschneider? Ja, ja. Ja. Haben sie auch, ab und zu haben sie es auch mal gesagt, Phaser auf Nassrasur. Statt auf Betäubung. Statt Energieschaum. Ich hab den Klingonen rasiert. Ja, so sieht das aus. Cool. So. Boah, man hat doch alles wunderbar nach Hause gefahren hier, 1A. Y. Hat Tee gemacht. Tee. Loslaufen! Tee. So, super. Boing. Klatsch. Erstmal wieder aus dem Schiff dich rauspellen. Boah, sind das Material. Ich schrei ab hier. Ah, es war ein guter Ausflug. Ein richtig guter Ausflug. Also. Lecco mio. So, dann. Ach, und hier Kupferbahn und sowas haben wir auch noch bekommen. Wo soll ich denn reintun? Ganz links ruhig, das ist eigentlich shit egal. Ich pack's gerade in den rechten hier, alles, was ich habe. Ich guck jetzt mal, hat Triebwerke gehen, Gott sei Dank. So, eins habe ich schon. Machen wir vier wo, normale. Wo bauen wir die Triebwerke drin? Wir können die Triebwerke in ein, zwei verschiedenen bauen, irgendwo so. Ja. Vor allem, wie viele brauchen wir denn? Zwei für hinten, ne? Zwei für hinten, eins für zum Starten, ja. Ich sortiere hier erstmal. Ich würde gerne mein Zeug da rein tun. So. Und die Taschen voll. Ich räume den einen jetzt erstmal hier auf und pack mal die Barren wieder ganz nach oben, dass man weiß, was man hat halt, ne? Ich tue mein Zeug hier in die Kiste rein, da unten im Boden. So. Du spielst mit der Krake. Das ist immer schwierig. Mit Kraken heute. Verdammt, die Kiste ist voll. Ach, das meinst du mit Krake? Ja. Mhm. Ja. Ja, das ist gestern wieder vorgehalten. 435 Metallstücke sind hier drin. Brauchen wir mal Metallstücke. Die sind perfekt für Munition. Und 400 Metallkomponenten. Was wird das denn jetzt hier? Soll ich das an mich nehmen oder? Warum schmeißt du das an dich nehmen? Ich brauche Platz im Inventar für Bauteile. Also Xento, hier liegen schon mal vier große Schubdüsen, eine Richtungsschubdüse, ja. Zwei ACS. Das ist schon mal alles da. Und ich mache hier noch ein paar mehr Richtung Schubdüsen. Aber bau nicht die ganz große Schubdüse, ja? Nee, nur Schubdüse. Ach, jetzt bist du jetzt bist du in der Frachtbox. So. Schubdüse okay. Für gelb. Ja, ist richtig. Ich musste gerade mal gucken, dass ich nicht die falschen baue, aber es sind die richtigen. Nee, weil es gibt auch noch das Capital Ship, die ganz große Schubdüse. Ja. Die sind geil. Die ist nämlich 4x4 groß. Super. Kuba. Davon 8 Stück hinten dran.
Ja, da geht's ab wie ein Rot-Moped. Das ist schön. Richtung Schubdüse. So, dann fangen wir mal an. Promethium. Schubdüsen brauchst du nicht, oder? Was? Also ich mache jetzt erstmal die Schiffsstrukturen, dann gucke ich, wo die Düsen dran machen. Okay, weil ich habe ja auch Generator, Treibstofftank, Passagiersitz, ist schon alles da. Geschütze brauche ich mal auch noch für das Baby, ne? Ja. Was hättest du denn gerne? Da es ja noch ein kleines ist, würde ich sagen, nehmen wir die Geschütze, die hier überall funktionieren. So. So ein Minigun. Ja, mehr kann ich auch nicht herstellen. Moment, warum hast du jetzt die Flugspulen in die Kiste reingepackt unten? Und weil du am Konstruktor gestanden hast und ich nicht drangekommen bin. So, in den mittleren, da sollten die doch, glaube ich, rein, die ganzen Sachen. Ja, jetzt kannst du sie reintun, wo du sie haben willst. Ich will sie gar nicht irgendwo haben. Ich packe die jetzt einfach mal in die Mitte rein, wenn das okay ist. Ja. Okay. Wir haben es ja 4 Triebwerke. Ich mache mal 6 Schubdüsen, ganz normale, und 6 Richtung Schubdüsen. Sollte reichen, ne? Ups, so. Da haben wir noch. Sekunde. Kaiser, kannst du mal rausgehen? Ich habe eine Sache. Raus. Okay, kannst wieder rein. Danke. Geh raus, geh rein. Los. Stahlplatten, so. Verdammt, ich bin drüber gesprungen. Nein. Was? Ich spring vom Dach aufs Schiff, das ist einfacher. Okay, ich packe hier Rumpfblöcke und sowas, packe ich auch wieder in die Kiste rein, ne, die wir hier haben. Ja. Und so ein bisschen Munition und. Ich nehme mal ein paar Metallstücke mit drüber. Und Fenster. Und ja, Munition vor allen Dingen packe ich da mal rein. Da haben wir jetzt einige Schuss. 250.000 Schuss haben wir hier anzubieten. Obwohl nicht mehr. Ich nehme ja selber mal 250. Ich nehme mal. Nee, doch 1057 Schuss hätten wir hier. Also für Pistole, ne? Wir sind auch nochmal 250. Dann lasse ich die mal direkt drin. Cool. So, dann. So, Triebwerk hier rein. Jetzt haben wir 6 große. Lithium haben wir da drin. Kobalt haben wir da drin. Reichen jetzt 2 ACS? Ah, ich denke, bei der Größe werden die reichen. Brauchst du noch Barren in der mittleren? Metallbarren? Ja, brauchst du. Ja, ich glaube. Man kann es nicht sehen, ich sortiere auch da gerade mal um, dass da ein kleines bisschen mehr Ordnung dann ist, damit man... Ich weiß, was du meinst. Also ich packe die Barren immer ganz gerne nach oben, weil ich das Gefühl habe, dass man dann eher weiß, was noch da ist. Ne? So, Kobalt hast du aber genug. Kobalt kriegst du aber nicht mehr. Dann muss reichen. Oh. Musst du dir... Ja, oben. So. Ich brauche noch Stahlplatten hier. Magnesiumpulver nehme ich auch mal ein bisschen was raus. Motor. Zack. Stahlplatte und 36. Ja, Stahlplatten gebe ich dir auch nochmal. So, kannst du wieder ran, Entschuldigung. Ja, alles gut. Alles gut, danke. Und Stahlplatten. Ja, das ist schon mal Heck zu. Ach, Kobalt haben wir wirklich genug. Neodym geht uns langsam aus, aber. Und soll ich dann die großen Kraftstoffzellen herstellen? Warum kann ich die nicht herstellen? Die großen. Habe ich die nicht gelernt? Wo finde ich die denn? Kann sein, dass es die nur im Advance gibt. Ah nee, da. Level 10, freischalten. Die musst du lernen, ja. Ja, habe ich schon. Freischalten. Kraftstoffzelle groß. Genau, dann stelle ich da mal welche von her. Hm? Pulsgewehr. Kraftstoffzelle, Hydrogen, Munitionskiste groß. Oh ja, cool. 180 Stück mache ich mal. Signallichter sind auch mal toll. Neodym. Ach, wir haben doch noch Neodym. Erz gefunden hier. Und die wandle ich mal unten in den Überlebenskonstruktor um. Mhm. Nicht so viel Neodym-Erz, aber besser als nix. Was passiert hier? Das geht doch hier auch schön. Kobalt läuft auch. Also Kobalt können wir echt mit werfen, ne? Mit Kobalt. Ja. Wir haben in dem einen haben wir über 1000 und in dem zweiten haben wir jetzt auch nochmal 766. Cool. Das ist schon echt viel. Und Silizium geht uns auch so schnell nicht aus. Da haben wir 722 und 571. Und was liegt in dem linken? Da haben wir auch nochmal 250 Kobalt und so. Metallkomponenten. Ich mach den linken mal leer, okay?
und pack mal die Komponenten, die kleinen Komponenten, ja nicht leer, aber Metallkomponenten und Computer und sowas, die packe ich in den mittleren mal rein. Okay. Haben wir noch Fenster irgendwo? Ja, in der Kiste hier vor dir. Ach ja, da guck mal, super. So, 76 oder sowas, ne? Nicht transparent waren die aber. Ne? Ich weiß nicht, genau. Ob das gut ist oder. Das sind die, die wir brauchen, ja. Dann kümmere ich mich noch mal ein bisschen um unsere Felder vielleicht. So, wir haben jetzt Wasserstoffflaschen übrigens. Sehr gut. Und normale Lampen hier ein paar. Also Sauerstoff haben wir auch unheimlich viel. Wo ist denn Wassergenerator? Also mit Sauerstoff können wir werfen, wir können uns totatmen. Haben wir nicht einen Wassergenerator irgendwie? Was ist denn das hier? Ach, so sieht der jetzt aus, der Wassergenerator. 6. Hast du da gerade was rausgenommen? Da ist nur eine Flasche Wasser drin. Ja, ich habe rausgenommen und neu gemacht. Hier sind 10 Wasser noch drin. Für neue Nährlösungen. Haben wir nicht, haben wir nicht so viel Wasser? Sollten wir uns vielleicht mal einen zweiten Wassergenerator herstellen? Weil Sauerstoff haben wir... Ich habe jetzt 200 Sauerstoff dabei. Das ist, wir können da echt eine Runde Gruppenatmen machen. Ja. Glaub, der kritische Punkt ist überstanden mit dem Wasser. Ich weiß nicht, aber wenn wir nur einen Generator da haben, dann... ne? Ja, können auch noch einen zweiten machen. Ist das vielleicht, weiß nicht, zu wenig, kann ich nicht genau sagen. Ich stehe hier gerade drin, warte mal, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. So, ich gucke mal nach, was... Da unsere... ist er. Oh, Essen ist fertig! Die Felder sind fertig. Essen fertig, ja. Essen-Felder fertig, wo wir haben. Ja, ich springe jetzt mal ein bisschen Licht hier rein. Space Durians sind fertig, das Aloe ist fertig. Und da muss ich sagen, schön, dass das Zeug weiter wächst, auch wenn man weiter weg ist. Es soll ja andere Spiele geben, wo einfach alles die Produktion einstellt. Da gab's mal was, ja. Da gibt's immer noch was. Jetzt brauchen wir mal ein paar Konstruktionen. Ist das so? Nee. Also man hat mir ja mal den Tipp gegeben, du musst es erstmal zu dem Chunk hin, in dem die Forge steht, sonst setzt sie die Produktion nicht wieder ein. Ach so. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich würde vermutlich stimmen, aber ich kann es auch nicht so hundertprozentig sagen. Könnte noch einen großen Energietank bitte brauchen. 2 brauchen wir mindestens. Ja, liegt hier am Boden, warte. Ich habe den einen schon. Ach so. War nur einer drin. Ich habe auch noch einen in der Tasche hier. Wollte ich einfach die Base benutzen, aber... Warte, ich leg ihn hier hin, ich bin hinter dir. Ablegen, war nicht da. Also das wächst mal richtig gut hier, was wir hier haben. Das ist so, so macht das auch richtig Laune mit den Feldern. Ja, fruchtbarer Boden. Ja. Und noch einen zweiten Generator bitte auch. Ah, sind mir diese Ansprüche. Zweiten Generator, echt? Okay. Ja. Einen kleinen oder einen großen? Oder einen großen machen? Große wären zwar schöner, aber wir können ja nur kleine, glaube ich, bauen. Nö. Ich kann auch einen großen bauen. Willst du einen großen haben? Reicht ein großer oder brauchst du 2 kleine? Weil der hat 10 Megawatt, da reicht ja einer, ne? Oder? Weißt du, was die Dinger für einen Sprit brauchen, wenn du vom Planeten startest? Dann mache ich einen kleinen. Das war ein überzeugendes Argument. Oh, der Nahrungsprozessor ist voll. Da passt nicht mehr rein. Das gibt's doch nicht. Echt? Das? Krass. Ja. Der ist voll. Krass. Ich besorge nochmal eben, ich versuche nochmal draußen Fleisch zu besorgen eben. Weil, das bräuchten wir jetzt, damit wir uns dann schön Konserven herstellen können. Oder, für das, obwohl fürs Notfallpack brauchen wir da auch Fleisch oder? Muss man gucken, da brauchst du sehr viele Sachen für. Ah, ich weiß. Aber wir haben jetzt schon auch sehr viele Sachen. Vielleicht, ich finde es gar nicht in der, doch da. Kunststoff, Rohmaterial, Energy-Pilz brauchen wir. Dafür brauchen wir Eggplant-Teile und Magnesium. Eggplant haben wir jetzt hier nicht wirklich drin. Ne? Nee. Eggplant, ich glaube, die kriegt man nur auf Omikron, oder? Ja. Alles klar. Ja gut, dann brauchen wir da ja gerade auch noch nicht weiter zu gucken. Neodymium. Der Konstruktor, die draußen haben nichts mehr zu tun gerade, aber hier sind noch Pellets drin, dann nehme ich mal die Hälfte Pellets raus und jag da ein paar Kraftstoffzellen noch durch. So, ich versuche mal Essen aufzutreiben. Hier lebt aber irgendwie gerade gar nichts mehr, das ist das Problem.
Gute Idee. Essen, Salami. Ah, da vorne, da vorne bewegt sich was. Salami. Und jetzt das Fenster weg. Richtung Schubdüse sind hier. Also wir haben 6 große, 4 Richtung Schubdüsen. Ich glaube, hier sind auch noch welche. Oh, waren noch welche. Der hat aber gut Fleisch gebracht. Habe ich noch gar nicht gelernt, verdammt. Ja, wenn wir irgendwann auf Omikron sind, müssen wir Eichen mitbringen, ne? Was, Eiche? Eichen, Eichen, also Eggplant-Parts. Ach so. Eichen, Eierleins. Ein Eichen, ja genau. I know what you mean. Ich höre doch hier noch was. Oh. Na, Pflanze? Hast mich gar nicht gesehen. Aua! Geht doch. Na, die bringen ja nur Fiber, die Pflanzen, ne? Irgendwie sind hier auch nur noch Pflanzen. Nee, da ist ein Wurm, ein Würmchen. Ups, nachladen. Wurmli. War so, so ein Schleim ist da. Ich muss nochmal nach einem Energietank fragen, den kann ich noch nicht bauen. Ah! Boah, was denn jetzt? Und war plötzlich eine Pflanze neben mir. Ich habe eine offene Wunde. Oh Gott. Ich wollte nur einen Energietank, muss nicht schreien. Oh, das war jetzt aber. Ja, was soll ich denn sagen, Mensch? Meine sehr verehrten Zuschauer, entschuldigen Sie, ich hab dich hörsehen. Oh, hab ich mich verjagt. Ja, weil die war plötzlich echt richtig groß im Bild. Und der Demian hat mir schon am Ohrläppchen gekaut da. Hat er das am Ohrläppchen geleckt? Genau. Nein! Oh, so hellgrün. Oh. Oh, jetzt bin ich auch wieder wach, ey. Ich bräuchte, wie gesagt, noch einen großen Energietank, aber seid jetzt alle weggerannt, ne? Hab ich nicht mehr, ne? Da baue ich diese von an, warte. Na, wie gesagt, ich versuche uns was zu essen aufzutreiben, damit wir. Einer muss uns ja hier wieder hochpäppeln, weißt du? Gell, wir sind ja kurz vorm Verhungern. Ah. Warum steht hier? Ich könnte gucken, ob ich uns einen Hawaii-Toast machen kann. Ich Hunger. Der Generator ist hier drin. Ich schmeiß mal alles, was du brauchen kannst, wieder in die. Ja. Eine Kiste rein, ne? So, Energietank und Generator liegen hier. Am besten sind immer noch die Schleime. Die bringen richtig viel. Schleims. Es ist Schleimzeit. Na. No. Kühlschränken, Rohre. Ich habe keine Rohre mehr. Kann doch nicht sein. Ey, Junge, jetzt bleib hier. Ich renne hier über die halbe Map auf der Suche nach. Junge. Und bleib doch mal hier. Bleib hier. Du weißt nicht, was dich erwartet. Außer einem Bier. Oh. Was denn? Oh, mein Herr. Ich muss immer zum ungünstigsten Zeitpunkt nachladen. Das ist so das Problem gerade. Das ist, ja. Weißt du, du hast gerade genug Schuss gehabt, um ihn richtig sauer zu machen. Und dann musst du nachladen. Ja. So, ich bin jetzt aber auch voll. Zack. Und komm mal zurück. Hast du mal um Tacho geguckt? Um die Uhrzeit? Hunger. So, kommt Kühlschränke, einer. Aber es geht gut voran, muss ich sagen. Geht echt gut voran. Ja. So, Essen steht, ne? Mhm. Und demnächst können wir dann auch noch irgendwie andere Planeten unsicher machen. Sauerstoff. Die Farm steht fast. Ich sehe nichts mehr. Boah, das ist ein Monster. Die Farm ist gut, ja. Ein bisschen Weizen, aber da kümmere ich mich dann sonst noch drum. Das heißt, das werde ich dann wohl in der nächsten Folge machen, weil die hier auch schon mit großen Schritten vorbeigeht, ne? Wenn du mal so guckst. Verdammt. Ah, das sieht schön aus hier gerade mit dem Sonnenaufgang und den Hügeln. Das ist echt schön. Sunrise.
Ja, echt, das sieht gut aus. Wenn du das sehen könntest, was ich sehe hier. Ja, das Cockpit brauche ich. Okay, wir haben noch ein anderes Cockpit da drin, ne? Zur Not. Ja, das ist aber das zwei Felder große. Ach, wie cool, guck mal. Ja, schick. So. Zack, zack. Okay, ich komme dann nach Hause und dann würde ich sagen, keine Ahnung. Ist immer, bin immer ich derjenige momentan, ne, der dann sagt von wegen, ja, die Folge ist jetzt vorbei. Ja, das macht einfach so drin. Echt, das ist gerade echt extrem schwierig, die Reißleine zu ziehen. So, Sauerstoff. So, der wird abgebaut hier, der ist out of order. Kommen Sie mal bitte mit, Herr Belkrei. Ja, Moment. Ja, aber nie. Nichts mehr reinschmeißen, bitte. Wo reinschmeißen? In den Nahrungsmittelprozessor? Warum? Genau, der wird jetzt recycelt. Ich hab da mal was vorbereitet. Ich habe mich schon gewundert, warum der schon so leer ist jetzt. Ja. Wollen Sie hier gucken? Boah, Schande, was, wie sieht das denn aus? Krass. Cool, die Lichter sind aber neu, ne, oder? Ja, die sind neu. Der Hammer. Kann man farblich ja noch ein bisschen einstellen hier. Aber es war halt so dunkel. Ja, geil. Ich kann ja noch gar keine. Achso, dann soll ich die beiden Küchen hier nehmen jetzt, ja? Genau, das sind jetzt unsere neuen. Alles klar. Alles beisammen. Ja gut, dann machen wir das doch. Leer. Juhu. Wo sind denn die Tomaten dann alle hin? Wo hast du denn die jetzt gelassen? Oder sind die drüben noch drin? Dann hole ich mir die jetzt. Dann hole ich mir die jetzt. Aber ja, ich würde mich jetzt trotzdem verabschieden. Nee, mach da mal. Waren viel mehr Tomaten. Wo sind die anderen? Ja, ich habe schon ein paar hier. Ah, okay. Da ja, schon drin. In den rechten, genau. Super. Genau, hier mache ich den ganzen Rest rein. Ja, also ich würde auch sagen, das sieht mal echt gut aus. Und noch ganz kurz einen Blick eben auf das Raumschiff da vielleicht oder sowas. Oh ja, was genau. Man davon sieht. Und, aber dann müssen wir auch Schluss machen, würde ich sagen. Oh, das sieht... warte mal, nichts Genaues sieht man nicht. Ich müsste weiter weg. Oha, doch, da tut sich was. Ah, okay. Mhm. Ach, das ist der Core hier. Ja, der steht ein bisschen doof. Da müsste man noch einen neuen bauen, dann könnte ich den woanders hin tun. Ja, können wir machen. Also dürfen wir nur nicht die Treibstofftanks erwischen, ne? Weil die knallen ziemlich. Hier vorne kommt die Brücke hin, ja. Ach, die hast du aber großzügig weggesetzt. Die beiden Passagiersitze. Kommt da wahrscheinlich nochmal eine Konsole vor oder sowas, ne? Ja, da kommt ja schon eine Konsole. Ja, cool, so sitzt das viel besser. Ich will auch gucken. Ich komme nicht mehr hoch hier. Ich kann leider bisher nur die hier bauen. Ach, jetzt leck mich doch am Arsch hier. Die sehen doch cool aus. So. Ach, super. Alles einsteigen. Ich will einsteigen. Falsche Fraktion oder kein Kern vorhanden. Ja, ja, genau. Muss er mal freigeben für uns wahrscheinlich. Jetzt geht's. Mal Probe sitzen hier. Oh ja, schön. Ja. Mit Ausblick und den Leuchttisch vorne vor, das macht einen guten Eindruck. Gefällt mir. Definitiv. Okay. Schön alles eingebaut, das sieht gut aus, echt. Oh, Screenshot hat er? Ne, hat er nicht. Ist immer nervig hier. So, dann verabschieden wir uns jetzt aber für heute. Machen wir. Ich würde sagen, genau. Lasst uns einen Daumen hoch da und Kommentare und hier allein für die Bauleistung von Xentor hier. Endlich war eine kompetente Person bei uns. Ja. Ja, so sieht das aus. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.